H5P ist ein großartiges Open-Source-Tool zur Erstellung von interaktiven Lerninhalten. Hier bin ich auf der Projektwebsite, wo man alle diese Tools ausprobieren kann mit einem Gratis-Account. Allerdings ist es nicht für den produktiven Einsatz gedacht. Diese Dateien werden dann wahrscheinlich nicht dauerhaft gespeichert. Um mit den Funktionen vertraut zu werden, ist es aber durchaus sehr hilfreich. Über Examples and Downloads siehst du die enorme Fülle an verschiedenen Möglichkeiten. Meine Lieblingsfunktion ist die virtuelle Tour. Hier hat es ein Beispiel, das man sich anschauen kann. Und darunter gibt es dann auch Anleitungen und ein Tutorial. Ich habe H5P nun auf unserem Blog installiert in WordPress, auch das ein Open-Source-Tool, und hier drin arbeite ich. Die Funktion ist genau gleich. Ich gehe auch in diesem Plugin auf Add New und so sieht es immer aus. Also auch wenn du auf der Projektwebsite arbeitest oder in irgendeiner anderen Instanz und die verschiedenen Funktionen musst du jeweils herunterladen, wenn du sie brauchen möchtest. In diesem Fall tippe ich jetzt auf virtuelle Tour und kann sogleich beginnen. Hier unten gäbe es verschiedene Einstellungen, wie das Ganze dargestellt werden soll. Das überspringe ich mal. Meist macht es völlig Sinn, so wie es standardmäßig eingestellt ist. Was wir als erstes brauchen, ist eine neue Szene. Und für die braucht es zuerst einmal einen Titel und natürlich ein Panoramabild. Über Hinzufügen gehe ich zu diesem Ordner. Ich habe das unter Panoramen angelegt. Und du siehst dieses Bild, das mit einer speziellen 360-Grad-Kamera aufgenommen wurde, das wird so aufgedehnt und zu einem rechteckigen Bild im Verhältnis 2:1 gemacht. Ich wähle Hochladen. Allenfalls kann es Probleme geben mit der Dateigröße, dann müsste man es mit einem entsprechenden Bildbearbeitungsprogramm noch verkleinern. Hier hätte ich verschiedene Möglichkeiten, dieses Panorama noch zu beschreiben oder eine Tonspur dahinter zu legen, das also eine Erzählstimme dieses Panorama erläutert. All das lasse ich aber sein, wähle erledigt und schon kann ich mich da in diesem Panorama bewegen. Nun siehst du auch diese verschiedenen Möglichkeiten von sogenannten Hotspots, also Erweiterungen oder Anreicherungen für dieses Panorama. Als erstes bringe ich mal ein Bild rein. Ich könnte das Bild beschriften mit einem Label, mache ich jetzt aber nicht. Wähle über Hinzufügen das entsprechende Foto. Es braucht einen Alternativtext. Der darf natürlich auch ein bisschen aussagekräftiger sein als meiner. Und mit erledigt ist dieses Bild da drauf. Ich kann es nachträglich noch an den entsprechenden Punkt ziehen. Ich mache auch gleich noch eine Audiodatei, die etwas erläutert. Auch hier wieder wähle ich das aus. Ich kann es auch direkt reinziehen. Und zwar habe ich jetzt jeweils eine MP4 und eine MP3-Datei angelegt. In diesem Fall ziehe ich die MP3-Datei rein. H5P verlangt MP3. Auch hier wieder könnte ich ein Label dazu schreiben, will ich jetzt aber auch nicht. Erledigt und schon ist der Kommentar drin. Es kann auch Videos enthalten, Videos, die du selber hochlädst oder ein webbasiertes Video, zum Beispiel von YouTube, das da eingebunden wird. Es hat Möglichkeiten, so Quizformen einzubringen oder eben Texte.
Was ich als nächstes machen möchte, ist ein Hotspot, der zu einer nächsten Szene geht. Erst dadurch wird es ja zu einem Rundgang und ich wähle hier neue Szene und brauche natürlich wiederum ein entsprechendes Panorama. Und schreibe das mal als Label Fahrtfluss abwärts. Es braucht einen Titel, damit man nachher noch weiß, um welche Szene es sich handelt, erledigt. Und ich kann jetzt direkt zu dieser Szene springen oder mit Bearbeiten diesen Hotspot nochmals bearbeiten oder natürlich auch löschen. Ich springe also zu dieser Szene und kann hier nun weiterfahren, wiederum mit einem Bild. Einem Kommentar und natürlich dem Hotspot, der zurückführt. Wenn also schon eine Szene bereit ist, muss ich sie ja nicht nochmals neu erstellen, kann sie einfach aus der Liste auswählen und erledigt. Und schon ist das Ganze bereit. Ja, und nun sind wir eigentlich soweit. Bevor ich ganz abschließe, hier noch ein Blick auf die Veröffentlichungsfunktionen. Hier kannst du einstellen, ob dieser Rundgang kopiert, eingebettet auf einer anderen Webseite sein soll, ob die Toolbar angezeigt werden soll. Da kannst du ja einfach ein bisschen ausprobieren. Mit Create wird nun dieser Rundgang angelegt und du siehst, hier habe ich also dieses Bild, das ich anschauen kann. Den Audiokommentar. Die Fahrt ist sehr abwechslungsreich, man fährt. Und den Hotspot, der mich zur nächsten Szene führt. Wenn ich diesen Rundgang nun auf meiner Webseite einbetten möchte, so kann ich einfach diesen Code kopieren und an der entsprechenden Stelle einfügen. Wenn ich den Rundgang auf einer anderen Webseite brauchen möchte, so habe ich hier den Einbettungscode, den ich einfach kopieren und andernorts wieder einfügen kann. Und ich habe auch die Möglichkeit, diese Datei runterzuladen. Das ist vor allem bei der Projektwebsite h5p.org wichtig, weil ja da eben die Dateien nicht dauerhaft gespeichert werden, weil das nicht für den produktiven Einsatz gedacht ist. Dort kannst du deine Experimente ans Trockene bringen und dann auf der entsprechenden Seite wieder weiterverwenden. Ja, du siehst, es ist eigentlich gar nicht so eine Hexerei, eine doch sehr attraktive virtuelle Tour durch eine Landschaft oder durch ein Gebäude zu gestalten. Letzte Anmerkung noch, natürlich kannst du eine erstellte Tour jederzeit wieder überarbeiten. Mit Edit bist du wieder im Bearbeitungsmodus und hier kannst du auch rasch zur entsprechenden Szene, die es zu bearbeiten gilt, springen und da noch etwas ändern. Beispielsweise will ich ja hier vielleicht flussabwärts schauen, also in diese Richtung, und hier die Startposition neu setzen. Wenn du etwas geändert hast, wichtig, hier wieder auf Aktualisieren tippen und nun ist die neu gespeicherte Version drin. Wenn ich hier drauf klicke, siehst du, schaue ich nun in die richtige Richtung flussabwärts.